Auf vielfachen Wunsch habe ich die Miltec Nässeschutzjacke getestet. Und mein erstes Fazit, meine erste Meinung zu diesem Teil, ja, die erfährst jetzt. Hallo, willkommen, das ist der René Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich kriege immer wieder und teilweise sogar sehr hartnäckige Kommentare. René, wann kommt endlich die Miltec Nässeschutzjacke? Wir wollen die Miltec Nässeschutzjacke sehen. Bibabo. Und na gut, ich habe sie jetzt seit einem Monat, ja, 3 Wochen, ein Monat, sowas in dem Bereich. Und habe sie jetzt schon bei einigen Trainings und auch sozusagen beim Herumstreifen angehabt und kann dir jetzt schon einmal mein erstes Feedback geben. Wenn du nicht weißt, was das eigentlich ist für eine Jacke, dann mag ich jetzt ganz kurz einen Striptease für dich machen. Aber eh nur bis hierher, also keine Sorge, keine Angst. Ja. Eigentlich sind das 3 Jacken. Also eine und die zweite sind 2. Und die 2 kann man zusammentun, wäre es dann die 3. Jacke. Nein, gut. Das hier ist der äußere Teil, die äußere Hülle, der Nässe-Schutzteil. Und ich hatte jetzt noch keine wirkliche Gelegenheit, das bei strömendem Regen zu testen, sondern nur bei leichten Nieseln und bei Schneeregen. Und da war bis jetzt alles okay. Wir werden sehen. Ja, ich werde es jetzt über den Sommer auch bei den Trainings immer wieder anziehen und werde extra mir einen Tag aussuchen, wo es so richtig schön schüttet und zu überprüfen, ob das auch etwas aushält. Ich weiß nicht, wie diese Naht hier innen verklebt ist, ob die doppelt ist oder nicht, denn es ist ein Innenfutter. Das heißt, ich sehe da gar nicht hin und aufreißen will ich sie auch nicht. Da ist sie dann doch zu schade. Und ja, man kann jetzt sagen, Miltec ist Miltec. Bei manchen Dingen stimmt das. Die Jacke ist gar nicht einmal so übel. So. Es ist also nichts Leises, allein, also das hört man überall, also das geht schon ein bisschen. Das heißt, wenn du das jetzt zum Beispiel getarnt unterwegs sein willst, dann ist diese Jacke nichts. So, ich habe jetzt mal nur die äußere Hülle. Was mir gut gefällt ist, so, da hinten, was mir gut gefällt ist, dass man sie bis ganz nach oben vernünftig schließen kann. Was mir fehlt ist, aber um den Preis ist auch klar, da ist das halt nicht drinnen. Link gebe ich zu dem Produkt, gebe ich da ohnehin auf Amazon. Aber da würde ich mir irgendwas fürs Kinn wünschen. Besonders wenn es sehr kalt ist, dann werden die Teile da auch kalt und da steht dann der andere, ist ein bisschen unangenehm, aber windschutztechnisch ist es in Ordnung. Die äußere Hülle hat noch eine Kapuze. Ja. Alles, was sie soll, und auch das ist innen gefuttert. Da ist es jetzt so, dass mir vorkommt, dass dieser letzte Teil da irgendwie ein bisschen hängt, aber vielleicht liegt das nur an mir und das muss ich ganz einfach noch austesten. Es gibt die Möglichkeit, hier mit einem Zip aufzumachen, da, auf beiden Seiten. Ist eh klar, wenn du jetzt in Bewegung bist, das ist ja im Endeffekt ein Plastiksackerl von der Richtung mit einer Membran und daher würdest du extrem schwitzen, also das kennen wir. Hier unten an der Taille, da gibt es Gummizüge. Das heißt, du hast jetzt hier die Möglichkeit, die Jacke, ich stehe dich jetzt ein bisschen um, komplett hier unten mit, einmal, schau mal her. So, wo sind wir daheim? Gut, da ist mal so ein Dingsterbumster, wie heißt das Clip? Dingsterbumster, naja, du weißt schon, was ich meine. Mit dem kann ich das Dingsterbumster dazu machen. Dann kann man hier noch einmal ein bisschen, wenn man, ja, weißt du, wenn man so extrem schlank ist, wie ich nicht bin, dann ist das vielleicht wichtig. Nein, Spaß beiseite. Und dadurch zieht es dir auch hier nicht rein. Das heißt, du bist hier geschlossen. Das ist alles sehr fein. Wie lang diese Flexicords halten, werden wir sehen. Teste ich auf jeden Fall. Hier sind keine Innentaschen mehr, also da ist nichts mehr innen gegeben. Außen hast du hier so eine relativ große Kletttasche, die geht wirklich von vorne bis da nach hinten. Ja, also da passt schon einiges rein. Die mit 2 Klettpads und einem Druckknopf gesichert werden können. So, das war's mal. Und dann schauen wir wieder nach oben. Siehst mich wieder von oben. Nein. Da gibt es so ein, ich glaube, dass das fürs Militär ist, dass man da sagen kann, welche Befehlsgewalt man hat. So, das ist mal das eine. Ja, es wird ein längeres Video, tut mir leid. So, dann gibt es die Fließjacke.
Das ist der Fließinnenteil. So. Und das ist etwas, was mir schon taugt, dass ich eigentlich eine Kombination machen kann. So. Und jetzt habe ich hier meine Fließjacke. So. Bei dieser Fließ ist keine Kapuze mehr. Ja, wenn du da eine Kapuze siehst, dann ist das von meinem Shirt, was ich drunter habe, weil es ist jetzt schon relativ kalt und ja, ich bin schon einige Zeit heraus und da ist mir schon ein bisschen kalt worden. Also das ist das dazugehörige Vlies. Was hier schon auffällt, ist, ich kann das nicht irgendwie zumachen. Also das ist einfach groß. Ja. Da zieht es also rein. Da habe ich mir schon ein kleines Brandloch geholt am Lagerfeuer. Also das musste bei einem Vlies automatisch, das musste natürlich klar sein. Dann hat die hier zwei auch sehr, sehr große Taschen. Da kann man aber nur dazu, wenn man die Jacken extra trägt. Ich zeige dir dann nachher nämlich noch die Kombination 3. Da kommt man dann nicht dazu. So. Der Zip. Bei dem Zip muss ich gleich dazu sagen, kein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Das hat er nicht. Dann hier eine Innentasche. Und da ist auch so eine Innentasche. Finde ich auch gut gemacht. Hinten, es gibt keine Rückentasche. Das alles, da gibt es auch keinen Zip oder so irgendwas. Das ist also komplett geschlossen. Jo, das ist es jetzt mal. So. Mir ist es lieber, und das habe ich jetzt auch getestet, ich sage dann nachher auch warum, mir ist es lieber, es so zu tun, wie ich es jetzt tue, nämlich eine Jacke und dann oben drüber die nächste. Das ist mir lieber. Erkläre ich auch nachher gleich warum. Aber natürlich kann man das auf cool machen und dafür gibt es sicherlich auch sein Anwendungsgebiet. Und da, ganz kurzen Moment. Ja, so. Und zwar, ich mache das jetzt nur für dich, aber auch nur kurz, wenn man das am Wecker geht. Ja. Das ist herumzippen. Du kannst diese Jacke da reinzippen. Ja? Du kannst die Jacke da reinzippen, dann ist die da eingezippt, alles gut. Das heißt, du ziehst einmal an und hast beide Jacken an. Ja? Und dann ist es aber so, und das ist jetzt wichtig, wie ich meine, ich mach's nicht, weil es einfach fad ist. Ja? Du kannst dir das eh vorstellen, bist ja kein Dummkopf. Also da hast hier, da wird dir dann eingezippt, da wäre jetzt sozusagen die Fleece hingezippt. Super. Und dann mache ich dazu, außen gibt es ein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Also bei dem hier gibt es ein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Und da ist es jetzt dann so, dass genau da, wo der Zip ist, die Jacke offen bleibt. Also dieser Teil da, der Teil da, ist dann nicht isoliert. Und wenn da das wurscht ist, dann soll es da wurscht sein. Und wenn es da nicht wurscht ist, dann ist da nicht wurscht. Nein, jetzt im Ernst. Ja. Das ist einmal der eine Nachteil, ne? Weil das fängt hier innen an und dann dazwischen hast du keine Isolation. Macht jetzt das Kraut nicht fett. Und wenn es aber zieht, und wie gesagt, du siehst ja den Schnee da hinten, und das ist schon seit einiger Zeit so, und ich habe schon ein komplettes Wintertraining damit gemacht. Ein komplettes Wintertraining habe ich mit dieser Jacke gemacht, genau. Und war auch alles gut, und da hat's auch, war auch ein bisschen Wind. Man kann dann hier ja den Zip ohnehin schützen, das ist okay, das kann man alles tun, das ist eh lieb und nett. Trotzdem mag ich das nicht. Und das Zweite, was mich nervt, ist das. Ich bin ein Zwiebel. Anhänger. Also ein Zwiebelsystem-Anhänger. Und es ist es zum Beispiel so, dass man darauf gehen. Und dann gehe ich. Ich bin übrigens schon, weil mich einige fragen, wie geht es da mit deinem Fitnessprogramm? Mit dem Fitwerden geht es mir ganz gut. Mit dem Abnehmen, das geht sehr, sehr zäh, wollte ich nur dazu sagen. Ja. Wenn du jetzt nicht weißt, worum es geht, ich gebe dir da den Link zu dem Video. Das ist sehr, sehr zäh, aber es geht. Schritt für Schritt. Schön langsam. Ich habe mir auch die Wampe nicht innerhalb von einem Monat draufgefressen. Aber wurscht jetzt, egal, geht mal gut, aber ich gehe da rauf jetzt, dann sage ich, dann möchte ich bitte die obere Jacke ausziehen. Und wenn ich das jetzt habe, dann habe ich komplett auszogen. Und ich mag das nicht, ja, ich mag das einfach nicht, denn dann habe ich vielleicht noch eine Hülle und dann gehen wir weiter und dann ziehe ich die vielleicht auch aus. Oder du weißt schon, was ich meine. Ich kann, wenn ich sie zusammenzippt habe, einfach nicht so gut agieren, wie wenn sie auseinander sind. Und das ist mein Statement dazu. Daher, ich mag die Jacke. Grundsätzlich ist gut, aber eben nicht zusammengezippt, sondern auseinander. Aber das ist nur meine Meinung, das ist nur so, wie ich halt empfinde, und das kannst du anders sehen und es ist auch alles total okay. So, jetzt das Fazit, das erste Fazit zu dieser Jacke, denn sie muss sich erst im Langzeittest beweisen. Ist total okay. Ich finde, dass die Jacke wirklich absolut okay ist und du kriegst für dein Geld, kommt jetzt darauf an, ob es bei Amazon wieder eine Aktion gibt oder nicht. Für diese Jacke, das funktioniert wirklich gut. Ja, also es gibt kein Sache, wo ich jetzt sage, kauf die nicht, weil die klumpert ist. Natürlich gibt es Jacken, die cooler sind, ja, die noch mehr können. Ja, ja. Aber die kosten dann auch wieder mehr.
Also, wenn du eine Jacke für Outdoor suchst, das auch wurscht ist, wenn sie vielleicht ein bisschen kaputt wird, wo du einen ein bisschen einen Nässeschutz haben willst, wo du auch dieses Vlies haben willst, wo, in dem du kombinieren willst, dann ist die absolut in Ordnung. Was ich noch nicht weiß, und das sage ich noch einmal, ich weiß noch nicht, wie sie sich in strömenden Regen verhält. Das werde ich mir noch anschauen. Da kommt noch einmal ein Update. Und sie bleibt auf jeden Fall in meinem Fuhrpark, wenn ich das so sagen darf, weil ich sie auf jeden Fall absolut in Ordnung finde. Das war's. Das war's. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten. Hast du diese Jacke? Was hältst du davon? Erzähl uns ein bisschen was. Ich habe sicher nicht alle Funktionen. Da kann man das dann noch einzippen und so weiter. Das habe ich alles noch nicht gezeigt. Aber es ist auch nicht so toll, dass ich sage, das ist ein Riesenvorteil. Und ich habe da auch die Außentasche vergessen. Aber das ist alles nicht das, worum es wirklich geht. Ich mag dir trotzdem mal einen Kommentar bitten. Daumen nach oben oder nach unten. Ein Abo. Da geht es zum Reini Rossmann Messerkanal, wenn dich das interessiert. Link zum Produkt findest du unten, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann, bis bald.